Er wurde auf Instagram entdeckt, der Künstler Olli Epp. Mittlerweile hat der Londoner über 25.000 Follower. Alles wegen seiner Bilder. Seine Werke zeigt er aber auch offline. Derzeit hängen sie im Linzer Schlossmuseum. Egal wo du gerade bist, du kannst der Welt zeigen, was du machst oder wo du dich aufhältst. Wie bei einer Show in Paris mit hunderten Leuten. Oder du zeigst einfach, wie du arbeitest und stellst das online. Und über 20.000 sehen das. Der Lockdown hat auch Olli Epp in die Knie gezwungen. Keine Ausstellungen, keine Reisen, die Galerien geschlossen. Der Londoner blieb trotzdem aktiv. Mein Studio war für 3 Monate zu, aber ich habe die Zeit genutzt und im Garten meiner Mutter gemalt. Die neuesten Arbeiten sind jetzt im Linzer Schlossmuseum, neben weiteren 18 Künstlern. Wenn man beschließt, also vor allem in einer Covid-Zeit, so eine Ausstellung zu machen, dann muss sie wirklich etwas Zeitgenössisches sein. Und zeitgenössischer als diese Ausstellung, glaube ich, im Kunstbereich, kann man sie nicht machen. Und Olli Epp ist halt jemand, der das also in hervorragender Weise dokumentiert. Gerade so eine zeitgemäße, vorausschauende Kunst hier zu zeigen, das hat auch einen internationalen Anspruch und auch das passt, glaube ich, ganz gut zu Oberösterreich. Hier wird fotografiert und die Stories auf Instagram geteilt. Es ist Kunst, die um die Welt geht. Das Spannende ist, also es haben hier sowohl also Menschen physisch die Möglichkeit, dieser Kunst zu begegnen, aber noch viel, viel mehr über Instagram. Also das ist die Botschaft, die wir hier aussetzen, dieses Feuer, das wir jetzt also hier eröffnen. Das ist etwas, das die ganze Welt am Ende auch Menschen, die sich halt also für diese Kunstform also interessieren, die von diesem Feuer etwas abbekommen. Und das ist das Schöne auch dieser Medien. Dass, also was ich auch immer sage, dass in einem Museum, die Mauern brechen ein, die sind, man darf sie nicht hinter den eigenen 4 Mauern also in dieser Komfortzone bewegen. Wir müssen raus. Und digitale Medien ermöglichen das in herausragender Art und Weise. Noch bis 6. Jänner nächstes Jahr ist die Ausstellung jedenfalls in Linz zu sehen.